Gottes Stimme hören, aber wie? Ich kenne nur wenige Menschen, die Gottes Stimme akustisch gehört haben. In der Regel spricht Gott nicht so laut und ich denke, schade. Ich würde mir das manchmal in meinem Leben wünschen und habe es mir oftmals gewünscht, dass Gott laut spricht. Ich habe darum gebetet, so eine akustische Wegweisung oder irgendwie so einen schriftlichen Brief vom Himmel, wie man das manchmal so sagt, in wichtigen Entscheidungssituationen des Lebens, bei der Berufswahl, bei der Partnerwahl, in wichtigen Entscheidungen, wenn es um einen nächsten Schritt geht oder wenn es um das Gemeindeleben geht und um Entscheidungen, die wichtig sind, um eine neue Richtung einzuschlagen. Auch heute wünschte ich mir manchmal so eine Stimme, laut vernehmbar, klar, eindeutig, dass Gott sagt, hier ist der Weg, Uli, den sollst du gehen. So wie die Stimme eines Freundes, der mir einen guten Rat gibt und mir sagt, was er zu der Situation denkt. Und trotz mancher solcher akustischer Hörwünsche erlebe ich, dass Gott redet. Anders als ich mir das vorgestellt habe, nicht immer laut, oft redet Gott durch sein Wort, durch Umstände, durch eine Predigt und oft ganz leise. Und Gott spricht, wann er das will. Er lässt sich das irgendwie von mir nicht vorschreiben und das ist wahrscheinlich auch gut so. Er redet anders, so wie er das für nötig hält. Er ist mir nicht verfügbar, er ist Gott. Und manchmal braucht es zu diesem Reden Gottes auch Stille. So wie es in der Geschichte von Samuel uns berichtet wird. Oft hat Hören nicht nur einen momentanen Zweck und Sinn, sondern Hören ist ein Prozess, ist ein Weg. Und Gott möchte uns auf diesem Weg mitnehmen. Ein bisschen von der Geschichte von Samuel. Samuel war ein Wunschkind. Sein Vater Elkanah war ein Mann aus dem Gebirge Ephraim in Israel. Wir befinden uns so etwa 1000 Jahre vor Christi Geburt. Elkanah hatte zwei Frauen, Hannah und Penina. Das war damals so, dass Männer mehrere Frauen hatten. Gott hat sich das zwar anders gedacht und hatte eigentlich den Gedanken, ein Mann, eine Frau, das ist für einen Mann genug. Aber manchmal war es anders in der damaligen Zeit. Anders hieß auch oft sehr viel Stress. Ärger, Neid war damit verbunden. Gott hat das hier so laufen lassen, kommentarlos. Elkanah hatte zwei Frauen, Hannah und Penina. Penina hatte Kinder geboren. Hannah konnte keine Kinder bekommen. Und jedes Jahr ging Elkanah mit seiner Familie nach Silo, dort war das Heiligtum, dort stand die Bundeslade, so ein Kasten, in dem Gott in dem die Gebotstafeln lagen, die Gott dem Mose damals gegeben hat. Und Gott hat gesagt, an diesem Ort bin ich besonders mit meiner Gegenwart da. Und so versuchten die Juden es damals so zu machen, dass sie einmal im Jahr zu diesem Heiligtum gingen, um Gott anzubeten. Und das mit der ganzen Familie. Und Elkanah tat das auch mit seiner ganzen Familie. Und für Hannah war dieser Weg immer besonders schmerzhaft. Ein Familienausflug und sie hatte keine Kinder. Und Penina verstand das sehr gut, sie das spüren zu lassen. Mobbing würde man heute vielleicht sagen und das in der eigenen Familie. Wieder einmal waren sie in Silo und Hannas Schmerz war so tief, dass sie zum Heiligtum ging und Gott anflehte, dass er ihr doch Kinder schenkt. Und dass er sie so wertschätzt und anschaut und ihr diese Gnade gewährt. Hannah betete still, sie war innerlich sehr bewegt, ihre Lippen bewegten sich und sie betete lang. Und sie verspricht Gott, wenn du mir einen Jungen schenkst, dann will ich ihn dir für sein ganzes Leben zur Verfügung stellen. Eli war zu der Zeit Priester und Richter und Prophet dort am Heiligtum in Silo. Und er hatte immer alles so im Auge und sah diese Frau, die betete und betete und betete
und nicht laut betete, sondern ihre Lippen sich bewegten. Und irgendwie war ihm das ganz komisch und das war auch komisch für eine Frau. Und er dachte, jetzt muss ich da mal einschreiten, die ist irgendwie betrunken. Die kommt hier gar nicht mehr weg. Und er spricht sie an und fordert sie auf zur Rechenschaft. Und da kommt aus Hannah diese ganze Not heraus und die sagt, nein, ich bin nicht betrunken, aber das ist das Elend meines Lebens. Und sie breitet das vor Eli aus und Eli hört das. Und weil Eli sein Ohr bei Gott hatte, sagt Eli zu Hannah, geh getröstet und im Frieden nach Haus. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Und irgendwie macht das so einen Lebenswechsel in Hannah. Sie geht getrost und mit einer neuen Zuversicht und Hoffnung mit ihrer Familie nach Hause. Gott redet hier am Heiligtum durch Eli zu Hannah. Das war mehr, als sie erhofft hatte, als sie erbeten hatte. Und so ist Gott. Gott ist irgendwie immer für Überraschungen gut. Und Gott macht es oft anders, als die Menschen denken. Zu Mose spricht er durch einen brennenden Dornbusch. Zu Jesaja im Tempel durch die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes und durch einen Engel. Zu Jesus Christus, seinem Sohn, spricht Gott aus einer Wolke mit einer Stimme für die Menschen vernehmbar. Und zu Paulus durch die Stimme von Jesus selbst und durch seinen Jünger Hananias. Und ich glaube, so spricht Gott auch in unserem Leben auf ganz verschiedene Art und Weise. Und oft spricht er anders, als wir das erwarten, und er überrascht uns. Und manchmal ist die Frage, sind wir bereit für so eine Überraschung? Sind wir auf Sendung im Gottesdienst? Oder wenn wir Lieder singen, wenn wir Lieder hören, im Alltag, mittendrin, irgendwo, vielleicht durch einen Menschen. Gott ist immer für Überraschungen gut. Und es kam so, wie Eli es zu Hannah gesagt hatte. Sie bekam einen Sohn und sie nannte ihn Samuel. Das bedeutet, er hört von Gott. Dieser Junge war von Gott erhört. Es war Gottes Geschenk an sie, an Hannah. Und als der Junge abgestillt war, das war in der damaligen Zeit so mit etwa 3 Jahren, da brachte Hannah ihn zur Stiftshütte nach Silo und übergab ihn an Eli und sagte, dies ist der Junge, den ich erbeten habe und nun bringe ich ihn zu dir und er soll in seinem Leben Gott dienen. Ehrlich gesagt, das finde ich mutig, das finde ich auch ein bisschen krass. Ihre tiefste Sehnsucht war, einen Jungen zu bekommen. Und sie hatte ihn Gott versprochen, nun bekam sie den Jungen und dann brachte sie diesen Jungen mit 3 Jahren zu Eli, zum Heiligtum Gottes und gab ihn wieder weg. Ließ ihr Herzensgeschenk los. Die Stiftshütte war ein Ort der Anbetung. Das war aber keine Kinderkrippe. Und das war auch kein Kindergarten mit Erzieherinnen und Erziehern. Aber Eli sah, dass Gott hier am Werk war und so nahm Eli diesen Jungen in seine Obhut und half ihm, Gott zu erkennen und Gott zu dienen und begleitete ihn auf seinem Lebensweg. Und Hannah bekam danach noch 3 Jungs und 2 Mädels. So ist Gott immer für eine Überraschung gut und oft anders, als wir denken. Samuel lernte am Heiligtum durch Eli, wie man Gott diente, wie man die Opfer vorbereitete, die Anbetungszeiten. Allerdings waren die Umstände dort in Silo alles andere als gut. Mittlerweile war Eli alt geworden und er hatte den Priesterdienst dort an dem Heiligtum an seine Jungs abgegeben, große erwachsene Männer. Und die taten nicht das, was Eli ihnen beigebracht hatte und was vor Gott recht war. Sie waren korrupt.
Sie opferten nicht so, wie Gott das vorgesehen hatte und vorgeschrieben hatte. Sie nahmen von dem Opferfleisch anderer Leute für sich und schlugen sich den Bauch voll. Und mit den Frauen, die am Tempel kamen, um zu dienen, trieben sie Hurerei und nahmen sie sich. Es war die Zeit, in der von der Bibel geschrieben steht, in jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Und so beginnt die Erzählung aus 1. Samuel 3, Vers 1. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Wort oder Visionen etwas mitteilte. Wir sind ja auf der Spur, wie wir Gott hören. Und scheinbar hat das Leben von Menschen etwas damit zu tun, wie oder ob Gott redet. Und hier scheint es so, bei dieser Situation, wo jeder tut, was ihm gefällt, und selbst am Tempel, an diesem Stiftshütte, die Leute nicht mehr wirklich danach fragen, was Gott wichtig ist, dass Gott sich zurückzieht. Dass nur noch wenig Worte der Offenbarung da sind. Menschen nicht mehr nach ihm fragen. Und wenn Gott sich zurückzieht und schweigt und Menschen sich selbst überlassen sind, dann tun Menschen das, was sie für richtig halten. Das, wonach sie denken, es gut ist zu leben. Und der eine, der hat ein weiteres Gewissen, der andere hat ein engeres Gewissen. Oft gerät das ethische Handeln, wenn jeder nach seiner Meinung handelt, aus den Fugen. Und das soziale Miteinander funktioniert nicht mehr richtig. Menschen machen Grenzüberschreitungen. Und irgendwie kommt mir das bekannt vor. Wir nennen uns noch das christliche Abendland. Aber ich empfinde, dass es in unserem Land manchmal, was das Reden Gottes angeht, recht still geworden ist. Geistliche Aufbrüche, dass Gemeinden entstehen, dass viele Menschen zum Glauben kommen, das geschieht in dieser Welt, aber in ganz anderen Erdteilen als in Westeuropa. Bei uns schrumpfen Kirchen und Gemeinden. Und für mich verband sich das mit der Frage, haben wir Gott aus dem Blick verloren, persönlich, gemeindlich? Lebt jeder so ein bisschen nach seiner Fasson? Nun gut, wir wollen nicht alles gleich aufgeben, aber jeder hat so seinen Weg. Wenn ich das so sage, will ich das nicht als pauschales Urteil verstehen oder als Schimpfen über die böse, böse Welt, in der wir leben, sondern eher als Gedankenanstoß für mich, für uns. Wie offen sind wir, dass Gott in unser Herz, in unsere Zeit, in unserem Land reden darf. Zurück zu Samuel. Ich lese uns ein bisschen mehr von der Geschichte. Kapitel 3, Abvers 2. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Da rief der Herr: Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge, ich komme, und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli sagte: Nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal: Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder: Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war. Denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Doch nun rief der Herr zum dritten Mal: Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte: Hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen.
Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an: Geh und leg dich wieder hin, und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte: Sprich, Herr, ich höre. Ich will tun, was du sagst. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Der Junge antwortete: Sprich nur, ich höre. Ich will tun, was du sagst. Gott spricht wieder, laut sogar. Samuel hatte Gottes Stimme noch nie gehört und darum erkannte er die Stimme nicht. Er war im Heiligtum aufgewachsen, er kannte die Schriften, die alten, er wusste um Gottes Handeln in der Geschichte. Vielleicht war er jetzt Teenager oder ein junger Mann und trotzdem hatte sich Gott noch nie in seinem Wort ihm gegenüber gemeldet, sich offenbart. Darum ging der Junge dreimal zu Eli, der schon halb blind geworden war. Vielleicht brauchte er Hilfe in der Nacht. Und Samuel hatte gelernt, hilfsbereit zu sein, zu dienen. So suchte er Eli auf. Und erst langsam dämmerte dem Propheten Eli beim dritten Mal, als der Junge kam: Sollte Gott wirklich wieder reden? Selbst der Prophet hatte gar nicht mehr scheinbar damit gerechnet, dass Gott wieder redet. Gott spricht wieder. Gott spricht auch in unserer Zeit. Egal wie die Umstände in unserem Land sind, egal wo wir uns befinden, Gott redet. Er möchte uns erreichen. Und er tut es, so scheint mir in dieser Geschichte, so, dass wir es hören können. Vier Dinge, die wir von Samuel lernen können. Gott spricht zu Samuel, das ist der erste Gedanke, in der Stille. Es war Nacht, alles war ruhig. Und in der Nacht, wenn alles ruhig ist, dann kann man ganz viel hören. Jedes Geräusch wird auf einmal hörbar. In der Stille ruft Gott Samuel mit seinem Namen. Wenn wir Gottes Stimme vermissen, liegt es vielleicht manchmal daran, dass es so laut um uns herum ist. Da sind so viele Eindrücke, so viele Sorgen, so viele Gedanken, mit denen wir uns beschäftigen, Herausforderungen, digitale Ablenkungen, Dinge, wo wir immer wieder denken, wir müssen mal draufschauen, reinschauen, in die Mails, in die Nachrichten. Wir sind gar nicht hörbereit. Gott spricht gerne in der Stille. Wenn wir das Handy ausschalten, die Gedanken zur Ruhe kommen, sind wir empfangsbereiter. Machen wir uns bewusst, dass es tatsächlich zu einer Begegnung kommen kann zwischen uns und Gott. Morgens ist manchmal so ein Moment der Stille, wo noch alles ruhig ist, wo die Leute noch nicht die ersten Nachrichten schreiben. Aber was für ein Typ du auch bist, Stille findest du da, wo du sie einrichtest, wo ich sie einrichte, an unterschiedlichen Stellen des Tages. Den passenden Ort und die passende Zeit muss jeder für sich selbst finden, entdecken. Wichtig ist es, dass wir Stille suchen. Suchen heißt, wir müssen uns auf den Weg machen. Stille kommt, das ist meine Lebenserfahrung, nicht von alleine. Das Leben ist zu vollgepackt. Und manchmal erlebe ich, wenn ich die Stille suche, dass ich gar nicht zur Stille komme, weil ich merke, dass ich wie ein Ferrari-Motor, Rennmotor mit 16.000 Umdrehungen unterwegs bin und dass es wirklich Zeit braucht, zur Stille zu kommen. Stille lässt mich zur Ruhe kommen. Ich finde zu mir und zu Gott. Ich werde hörbereit. Ein zweiter Gedanke: Durch die Anleitung von Eli wird Samuel hörbereit. Natürlich hätte Gott längst so sprechen können, dass Samuel ihn versteht, dass er erkennt, was Gott wichtig ist.
Er hätte keinen Eli gebraucht, hätte nicht dreimal aufstehen müssen, um zu Eli zu gehen. Das hätte Gott irgendwie auch anders arrangieren können, oder? In unserem Text steht, dass Samuel bis dahin Gottes Stimme noch nicht gehört hat oder auch, es steht dort ein Wort, erkannt hat. Und dieses Wort, was da steht, ist ein sehr intimes Wort, was meint, dass da Beziehung entsteht, sehr enge Beziehung. Und Gott wollte nicht nur, dass Samuel seine Stimme hört, sondern dass Beziehung entsteht. Und ich behaupte mal, wenn ihr nicht so ganz anders tickt wie ich, dass wir manchmal Gottes Stimme hören wollen, um zu wissen, was zu tun ist, um dann weiterzumachen, wie wir auf dem Weg sind. Aber Gott möchte in Beziehung mit uns kommen, weil ihm unser Leben wichtig ist. Und darum geht er manchmal solche Wege. Als Eli erkennt, dass Gott den Jungen anspricht, macht er ihn hörbereit. Und Samuel sagt: Rede, Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Oder wörtlich: Rede, Herr, dein Knecht hört. Und in dieser Formulierung wird deutlich: Ein Knecht, der tut, was der Herr ihm sagt. Samuel ist nicht nur bereit, akustisch Gottes Stimme zu hören, sondern es auch zu tun. Hörbereitschaft will tiefer als akustische Signale vernehmen. Samuel wird hörbereit und ein dritter Gedanke, er wird bereit zu tun, was Gott sagt. Hören schließt Gehorchen ein. Und ich habe mich gefragt, bin ich da? Bin ich bereit zu tun, was Gott mir sagen möchte? Dazu gehört Demut. Dazu gehört, richtig hinzuhören. Vielleicht auch zu entdecken, auf welchem Ohr höre ich denn? Gott sagt mir vielleicht etwas und ich höre das auf dem Appellohr. Uli, jetzt leg mal eine Schippe drauf. Aber Gott meint das ganz anders. Bin ich hörbereit? Und bin ich bereit, das zu tun, was Gott sagt? Ich merke bei mir, dass das nicht immer so ist. Ich möchte hören, was Gott sagt, aber das heißt noch lange nicht, dass ich auch bereit bin zu folgen, weil ich habe ja auch meine Vorstellung von dem, was Gott mir sagen sollte und was in dieser Situation jetzt auch das Passende ist. Und manchmal ist das gar nicht so ein Hörproblem, dass wir Gott nicht verstehen, sondern dass wir nicht wollen, dass wir das tun, was wir verstehen. Und dann fragen wir nochmal nach. Gott, also ich habe dich bestimmt noch nicht richtig verstanden. Und das läuft oft nicht akustisch ab, sondern in unserem Herzen. Und ich kenne Situationen in meinem Leben, da hat Gott mir ziemlich klar gesagt, was er möchte, aber ich wollte das nicht hören. Auch ein echtes Hörproblem, das nicht an den Ohren liegt, sondern zwischen den Ohren. Bin ich bereit, meine Ideen zur Seite zu legen, zu sagen, rede, Herr, ich bin bereit zu hören und zu tun, was du sagst. Hörbereitschaft schließt ein, dass ich mich unter den Willen Gottes stelle. Und solch eine Haltung hat etwas zu tun mit unserem Menschsein. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Gott Interesse hat an unserem Leben. Und Gott hat mehr Interesse an unserem Sein, wer wir als Mensch sind, als an dem, was wir tun. Wir sind schnell bei dem Tun, weil das in unser Leben passt. Aber Gott möchte unser Herz verändern, gestalten. Und unser Sein kommt vor der Erkenntnis, dass wir Gott mehr verstehen und vor dem, was wir tun sollen. Ehrlich gesagt beschäftigt mich das in letzter Zeit persönlich an dieser Stelle, dieser Zusammenhang von Sein, was vor dem Tun kommt. Und das hat etwas zu tun mit geistlicher Reifung.
Gott nimmt den Samuel in die Schule der persönlichen Reifung, weil er diesen Jungen gebrauchen möchte als Mann Gottes, um das Leben im Volk Israel zu gestalten. Und Samuel lässt sich darauf ein. Hier bin ich, rede. Ich möchte tun, was du sagst. Gott darf mein, darf dein Leben gestalten. Was Gott dann dem Samuel zu sagen hat, war schwer. Er verkündet dem Samuel, dass er Gericht über Eli und seine Söhne halten wird, weil Eli nicht darauf geachtet hat, dass seine Jungs diesen Käse dort an der Stiftshütte nicht tun, weil er nicht eingeschritten ist. Er hat sie zwar zur Rede gestellt, aber er hat sie machen lassen. Und die Jungs haben nicht auf Gott gehört und haben im Grunde genommen damit das Heiligtum Gottes beschmutzt. Und nun sagt Gott dem Samuel, was er mit Eli vorhat. Und am Morgen kommt es so, wie es kommen muss. Eli fragt, was hat denn der Herr zu dir gesagt? Und da muss dieser junge Mensch Gericht Gottes verkündigen. Das war schon echt eine Nummer. Gott redet das erste Mal zu ihm und gibt ihm eine richtig schwere Aufgabe. Und erst nachdem der Junge so hin und her gedruckst hat und Eli gesagt hat, nun sag es mir, was Gott dir gesagt hat, weil das wichtig ist, es auch zu tun. Und dann sagt der Junge das und Eli sagt, so wie Gott es macht, soll es kommen. Wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann sollten wir uns darauf gefasst machen, dass wir hören, was Gott mit uns vorhat. Und es könnte anders sein, als wir denken. Und trotzdem dürfen wir wissen, so wie Gott es macht, so ist es richtig. Gott spricht, und ich habe das am Anfang schon gesagt, oft nicht durch eine akustische Stimme zu uns. Oft geschieht es durch Gedanken, durch Ideen. Er erinnert uns an Bibelstellen oder an Liedverse. Er spricht zu uns durch Freunde oder im Gottesdienst. Wo auch immer und wie auch immer, Gott hat viele Mittel und Wege. Gott spricht zu uns auch durch Jesus. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, da sagte Gott, als Jesus mit drei Jüngern auf einem Berg war und sie die Herrlichkeit von Jesus auch sehen durften, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und das gilt nicht nur für die Jünger damals, sondern wenn wir hören wollen, was Gott sagt, dann erkennen wir das in Jesus-Geschichten. Wenn du in der Bibel die Geschichten in den Evangelien von Jesus liest, dann hören wir Gottes Stimme. Er ist das lebendige Wort Gottes. Und Gott spricht zu uns durch den Heiligen Geist. Wir werden nächstes Wochenende das Pfingstfest feiern. Und der Heilige Geist ist der Geist Gottes, der in uns kommt, wenn wir ihn einladen, unser Leben zu bestimmen. Und er hat viele Möglichkeiten zu sprechen, der Heilige Geist. Er ist wie eine innere Stimme. Er erklärt uns das Wort Gottes. Es wird lebendig, wenn wir es lesen. Und er, der Heilige Geist, das wird auch im Neuen Testament deutlich, er ist ein Charakterformer. Das, worauf es Gott ankommt. Er möchte unser Sein gestalten. Und Gottes Herrlichkeit in unserem Leben immer mehr zum Tragen bringen. Samuel ist bereit zu hören und zu gehorchen und später heißt es von ihm, Samuel aber wuchs heran, der Herr stand ihm bei und ließ keine Ankündigung von Samuel unerfüllt bleiben. Ganz Israel von Dan im Norden bis Beersheba im Süden erkannte, dass der Herr ihn zum Propheten erwählt hatte. In den folgenden Jahren erschien Gott immer wieder in Silo, um mit Samuel zu reden und ihm Weisungen zu geben. In ganz Israel hörte man auf das, was Samuel sagte. Das finde ich krass. Das führt mich zu einem vierten Punkt. Wer auf Gott hört, durch den spricht Gott auch zu anderen Menschen.
Der hörende Samuel bekam eine göttliche Autorität. Die Menschen spürten, das, was er sagt, kommt von Gott. Und Gott stellte sich dazu und erfüllte, was er Samuel gesagt hatte. So wie damals bei Eli, als er der Hanna diesen Sohn verhieß und sich das erfüllte. Jesus sagte seinen Jüngern mal, wer euch hört, der hört mich. Ist das nicht krass? Solch eine Vollmacht gibt Jesus Menschen, die ihm folgen, die sich von ihm gestalten lassen, die auf ihn hören. Vielleicht liegt das an diesem Geheimnis, was ich in einem Satz in der letzten Zeit las. Wir können nur das geben, was wir auch haben. Wenn wir von Gott geben möchten an andere Menschen, dann müssen wir zunächst empfangen. Durch Hören. Durch selbst in die Reifung uns begeben. Und dann wird von unserem Leben etwas ausstrahlen zu anderen Menschen. Wir haben etwas, was wir von Jesus bekommen haben, und andere Menschen erfahren das und werden dadurch beschenkt. Ich persönlich bin damit längst nicht fertig. Dieser Gedanke ist wieder neu in meinem Leben aufgekommen und ich fange an, ihm gerade neu nachzuspüren. Es gibt noch so viel zu hören, so viel zu entdecken von Gott. Es gibt noch so viel zu reifen in unserem Charakter. Und vielleicht lässt du dich mit von Samuel anstecken und machst dich mit auf den Weg. Vielleicht mit einem ersten Schritt, ich weiß nicht, wie der für dich aussieht. Ist es die Stille, die du anfängst zu suchen und wo du entdeckst, was für dich eine passende Zeit sein könnte? Oder ist es die Entdeckung über die Motive in deinem Herzen, wo du merkst, da ist gar keine Hörbereitschaft oder nur so Teilhörbereitschaft für das, was du dir und ich mir ausgedacht habe? Dann ist vielleicht dran, dein Herz, unser Herz weit zu machen. Bin ich bereit, Gott zu dienen, zu tun, was er sagt? Dein nächster Schritt. Mein nächster Schritt. Gott wird reden. Amen.